Ja, bei mir Fabian Kunze von Arminia Bielefeld. Herzlich willkommen zum DSC Drive. Schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Wir freuen uns. Super. Freue mich auch. Danke. Das ist gut. Dann hoffen wir, dass wir ein bisschen Spaß haben unterwegs. Auf jeden Fall. Plaudern ein bisschen und fahren mal durchs schöne Bielefeld. Auf jeden Fall, ja. Ein Rundchen drehen. Leider ist das Wetter nicht ganz so schön. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Bielefelder Wetter halt. Ja. Oder? Ich kenne es nicht anders. Von daher. Da sind wir auch schon beim Thema, Fabian. Ein richtiger Local Hero. Ja. Gebürtiger Bielefelder. Ja gut, gebürtig ist, denke ich, immer so ein bisschen, ja, vielleicht übertrieben. Bin hier geboren. Ja, klar ist das natürlich jetzt ein besonderer Umstand. Aber wie gesagt, mein Lebensschwerpunkt ist halt nicht unbedingt hier in Bielefeld, sondern eher in Spenge. Andere Clubs in deiner Laufbahn, ganz so viele waren es ja nicht. VfL Teesen, also ein Bielefelder Stadtteilclub, der gerade für seine Nachwuchsarbeit ja gerühmt wird und einen sehr guten Ruf diesbezüglich genießt. Noch Bekanntschaften dahin im Verein oder ist das alles schon zu lange her, schon zu viel passiert seitdem? Naja, also da habe ich absolut noch Bekanntschaften hin, auch viele Spieler von früher. Jetzt nicht unbedingt einen sehr engen Kontakt, aber man spricht da und mal wieder. Da muss man auch ehrlich sein, also die Zeit will ich auch nicht missen, weil habe ich halt den Hauptteil meiner Jugend verbracht. Waren halt auch sehr schöne Zeit, muss man sagen. Welches waren so deine ersten Gehversuche? Erstmal auf dem Bolzplatz oder im Garten? Oder wo hat es angefangen? Ich glaube in beiden. Also wir hatten immer einen großen Garten, da haben meine Eltern schon für gesorgt. Man muss auch sagen, das Gute war, dass ich immer einen Zwillingsbruder hatte, der halt auch dieselben Interessen war. Hätte ich jetzt eine Schwester, dann habe ich zwar auch, aber die ist älter. Aber dann wäre es halt schwierig geworden, dann irgendwie auf einen Nenner zu kommen, sage ich mal. Dann hätte ich alleine spielen müssen und das macht ja... Ist ja auch kein Geheimnis, macht ja zu zweit deutlich mehr Spaß. Also ich denke auch, dass das dem Ganzen nur gefördert hat. Lukas ist dein Zwillingsbruder, ja. Spielt noch in Rödinghausen. Ihr habt eigentlich bis jetzt, glaube ich, immer zusammen Fußball gespielt. Ja. Sowohl in Teesen, als auch in Rödinghausen, als auch zwischendurch beim FC Schalke 04. Gerade noch so gehört. Gehört alles dazu. Ja, stimmt, ja. Was ich gesagt habe? Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, also schon ein bisschen komisch vielleicht, aber also es wäre vielleicht auch ein bisschen vermessen zu sagen, dass wir jetzt immer zusammenspielen müssen. Ich denke, man ist dann, also ich muss ehrlich sein, ich bin froh, wenn ich ihn dann auch mal eine Zeit lang nicht sehe, wenn ich ihn dann zu Hause noch sehe und dann beim Training, ist vielleicht ein bisschen too much, aber also klar. Hoffentlich guckt er sich das nicht an, dann ist er nachher beleidigt. Bestimmt, guckt er sich bestimmt an. Kann ich mir was zu Hause anhören, aber also ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn wir jetzt wieder in einem Team spielen würden, aber ist halt so, wie es gekommen ist. Ja. Naja. Ist dein Bruder bei den Spielen oder auch deine ganze Familie dabei eigentlich, wenn Arminia ein Heimspiel hat zumindest? Ja, also meine Eltern sind immer dabei. Mhm. Dann müssen sich ja manchmal so ein bisschen zweiteilen dann wahrscheinlich, ne? Wenn der Bruder auch spielt in Rödinghausen. Ja, das ist also zeitlich passt das eigentlich ganz gut. Aber meistens sind dann die Eltern bei mir in Bielefeld. Und wir gehen aber dann auch, also ich gehe auch bei meinem Bruder zugucken. Er war jetzt noch nicht so oft da, weil er dann auch bestimmt andere Sachen zu tun hat. Von daher, also ich finde es nicht schlimm, also es ist kein Problem. Ist Neid ein Problem zwischen euch oder gönnt er dir vor allen Dingen rundum jetzt auch diesen Erfolg, zweite Bundesliga zu spielen? So. Also ich glaube schon, dass er mir das gönnt. Ist schwierig, ist echt eine schwierige Frage. Vielleicht ist im Hinterkopf schon, ja, ich würde da vielleicht schon gerne spielen. Ist doch nicht verwerflich, oder? Nee, überhaupt wenn er so denken sollte. Nein, überhaupt nicht. Ja. Das würde ich ihm auch niemals übel halten. Ja. Wie alt wart ihr, als ihr nach Gelsenkirchen gegangen seid? Da waren wir 14, 15. Und das war ein Jahr, richtig? Das war ein Jahr, ja. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass es ein verlorenes Jahr gewesen ist, da in Gelsenkirchen, oder doch? Absolut nicht. Also, ist halt schon anders als
wenn du deinen Jugendbereich in Thesen verbringst, du hast halt diesen, ja, was halt auch im Profibereich auf dich zukommt, du hast halt diesen Druck von außen. Das öffentliche Interesse ist natürlich auch ein anderes. Und da musst du halt als junger Spieler musst du halt damit umgehen können. Und ja, das Problem, aber das Problem ist halt, dass du bei solchen Vereinen, ja, ich denke mal, ja, das Niveau ist schon ein anderes, aber du hast auch ein anderes, ja, also du stellst dir nicht vor, später in der Regionalliga zu landen, sondern du sagst, also so war das zumindest bei uns in dem Team, ja, mindestens zweite Liga, ist schon so der Gedanke, aber wie brutal schwer das allein ist, in der Regionalliga zu spielen, das wissen halt viele nicht, kann ich halt aus Erfahrung sagen, dass es viele halt auch nicht schaffen. Ja, aber das ist halt, du merkst einfach, das ist ein anderes Niveau und die Leute, die nehmen dich auch ganz anders wahr. Da bist du dann halt der Fußballer, auch wenn du gerade mal 14 bist. Das ist halt der Übergang vom Jugendbereich in den Herrenbereich, dann in die U23. Das ist halt, normalerweise hast du da einen Kader von über 20 Leuten und wenn du dann in der U23, dann wird der schon gekürzt, also mindestens auf die Hälfte. Und da muss man überlegen, jedes Jahr kommen ja immer wieder jüngere Spieler, immer wieder hoch. Das bedeutet, es wird immer weiter reduziert. Mhm. Und ja, also einer von vielen auf jeden Fall. Mhm. Das ist halt auch das Prinzip, möglichst viele einzuschleusen. Weil das egal ist, wenn eins, zwei es mal nicht schaffen. Wenn es aber dafür der eine schafft, ist das wieder vollkommen egal, weil dann das Ziel erfüllt ist. Ja. Also, war das eine harte Umstellung dann von so einem, ich sag mal, in Anführungsstrichen Dorfverein, familiären Club, wie Thesen dann eben dann plötzlich in so einer Welt zu sein? In Thesen hatte man dann doch auch viele Freunde innerhalb der Mannschaft, auch wenn man vielleicht auf denselben Positionen gespielt hat. Das ist da natürlich, geht natürlich gar nicht, weil, also wenn ich überlege, wie ich dann teilweise auch im Kopf gedacht habe, wenn mein Konkurrent gespielt hat, das war, da will ich jetzt lieber nicht sagen, was ich dann gedacht habe. Also das ist schon deutlich anders, keine Frage. Da war dieses Pokalspiel gegen Bayern München mit Rödinghausen, als du noch da gespielt hast. Ich glaube, da hast du einen Sahnetag erwischt. Das kann man, glaube ich, echt so sagen, ne? Ja, war schon, also war ich selber auch ein bisschen überrascht, dass man sich dann auf dem Niveau halt irgendwie auch mithalten kann, muss ich ehrlich zugeben. Weil das hat mich dann auch so ein bisschen, ja, halt gestärkt. Ja, ich war halt ab dem Zeitpunkt extrem selbstbewusst, weil ich gemerkt habe, okay, das sind zwar alles Namen, aber im Endeffekt war dann halt der Spruch, alle Spieler kochen halt auch nur mit Wasser, hat sich dann irgendwie bewahrheitet. Und ja, aber wie gesagt, das Spiel durfte man jetzt auch nicht allzu hoch bewerten, weil ja, ist ja auch höherklassige Mannschaften, haben wir jetzt nicht unbedingt immer, auch wenn es falsch ist, ganz klar. Ist natürlich die Anspannung von Bayern jetzt vielleicht nicht so hoch wie vom Spitzenspiel gegen Dortmund. Das ist halt so. Aber ja, trotzdem muss man die Leistung nicht kleinreden. Wenn man beim Training mal zuschaut, dann ist der Respekt auch vor den arrivierten Spielern natürlich da, aber auf dem Platz hat man den Eindruck, machst du im Zweikampf keinen Unterschied, ob es jetzt gegen einen A-Jugendspieler geht, der zum Training mit dazugeholt worden ist, oder gegen Fabian Klos? Nee, das ist dann vielleicht auch ein bisschen meine, teilweise ein bisschen meine Schwäche, dass ich dann manchmal ein bisschen zu robust in den Zweikampf gehe. Dass solche Spieler das dann natürlich nicht gerne haben. Kann ich auch verstehen, aber wie gesagt, also wie du jetzt auch gesagt hast, da mache ich halt komplett keinen Unterschied, ob das ein 19-Spieler ist oder könnte meinetwegen auch ein arrivierter Bundesligaspieler sein. Also ich denke, dafür bin ich in der Truppe auch ein bisschen bekannt, dass ich, ich gab schon ein paar Spieler, denen ich ein bisschen wehgetan habe. Also aber ist ja nicht schlimm. Gibt man sich nach dem Training wieder die Hand, dann ist ja auch alles gut. Ja. Wenn das dann halt persönlich wäre, das finde ich dann immer ein bisschen, ja, unglücklich, aber kann man ja vernünftig wie erwachsene Menschen drüber reden, dann ist das ja auch kein Problem. Also da ist keiner am Ende nachtragen. Quatsch. Vielleicht auf dem Platz ein bisschen, dann wird sich da was gesagt. Der eine antwortet dann dementsprechend drauf, aber nach dem Training können wir beide wieder drüber lachen. Naja, so soll es ja auch sein. Weil du hast doch selbst Handball gespielt. Ja, ja, genau. Ich habe früher parallel Handball und Fußball gespielt. War auch, würde ich behaupten, nicht so schlecht im Handball. Aber das hat sich dann irgendwann getrennt. Ich hätte sogar beinahe fast mit Fußball aufgehört, hätte dann nur Handball gespielt.
Aber den Grund weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, warum ich mich jetzt für Fußball entschieden habe. Ja. Ja gut, ist. Ja gut, bei Thesen gab es ja kein Geld. Von daher. Ach so. Ja, das war dann zum Glück so, dass ich mich für Fußball entschieden habe. Du hast aber nicht in Spenger gespielt, sondern in... Jöllenbeck, Bielefeld-Jöllenbeck. Ja. Das heißt, du würdest, zählst auch zu denen, die sagen, im Fußball, also wenn da Fußballer teilweise Handball spielen würden, dann wüssten sie mal, in welchem Sport es so richtig zur Sache geht. Also wie die sich da teilweise ins Gesicht auch teilweise schlagen, richtig. Und also dann gibst du einmal kurz die Hand, da wird auch nicht geschauspielt. Klar, kannst du auch nicht, weil da keine Kameras sind. Aber da gibt man sich kurz die Hand, das ist alles gut. Das ist beim Fußball manchmal schon ein bisschen übertrieben, muss man sagen. Vor allen Dingen, also ich finde es ja immer schlimm, dann, wenn man so auf sterbenden Schwan tut und dann gucken sich alle zu Hause die Wiederholung an. Und da siehst du einfach, dass gar kein Kontakt ist. Und das ist doch einfach lächerlich, dann sich dann auf den Platz hinzulegen. Und, also keine Ahnung. Was für ein Studium ist es, was du da begonnen hast? Und wie weit bist du? Das ist Betriebswirtschaftslehre als Fernstudium. Und ich muss noch knapp ein Jahr machen, dann bin ich durch. Wieso Betriebswirtschaftslehre? Ich habe schon, also ich finde allgemein Wirtschaftsthemen sehr interessant. Ich habe auch angefangen in einer Uni hier in Bielefeld zu studieren, Wirtschaftswissenschaften. Aber das hat dann einfach zeitlich mit meinen Trainingstagen nicht gepasst und ich habe mir halt gesagt, ich will beides zu 100% machen, weil mir das halt auch wichtig ist. Und das war halt in dem Fall nicht möglich, mit Training und Uni das unter einen Hut zu kriegen. Habe ich gesagt, okay, es gibt da die Möglichkeit mit dem Fernstudium, mich da vernünftig informiert. Und ja, habe das dann auch relativ schnell dann sozusagen umgeswitcht auf ein Fernstudium. Wir haben, wenn du dieses Handschuhfach da einmal aufmachst, eine Kleinigkeit noch vorbereitet. Wir nennen es wir nennen es die Elf des Tages, wenn du das Umschlag einmal rausholst und aufmachst, da findest du einen Zettel. Und da haben wir mal so 11 Gegenüberstellungen gemacht. Also bei dem ersten ist gar nicht schwer. Das ist Schalke gegen Dortmund. Ich bin seit Geburt an, seitdem ich denken kann, bin ich halt Dortmund-Fan. Deshalb der gelbe Pulli auch runter. Klar, klar. ja, ganz klar Dortmund. Also, auch wenn ich bei Schalke gespielt habe, das war auch nicht einfach für mich, muss man sagen. Anfangs, aber eingefleischter Dortmund-Fan. Du musstest in Schalke-Bettwäsche schlafen in Gelsenkirchen, oder? Ja, das war meistens so. Hast du dann die Bettwäsche gewechselt? Nee. Aber da habe ich mich schon nachts ein bisschen geschämt. Das zweite ist Facebook versus Instagram. Bist du aktiv auf diesen Plattformen in den sozialen Medien? Ja, auf beiden. Beide für mich andere Zwecke. Facebook mache ich eigentlich wegen Unigruppen, weil man sich da ganz gut über irgendwelche Themen austauschen kann. Und Instagram, ja, bin ich auch, aber ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Fanatiker, der, keine Ahnung, jede Stunde da unbedingt zeigen muss, wo er sich aufhält oder 80 Bilder am Tag posten muss. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Drittens 7 Meter versus 11 Meter. Na gut, ist ja Handball oder Fußball. So ein bisschen. Doch nicht so dumm. Ja, 11 Meter, ganz klar. Jetzt spiele ich Fußball, kein Handball mehr. Okay. Aber 7 Meter habe ich auch gerne geworfen. Hast du? Nummer 4, Hotel Mama versus eigene 4 Wände. Ja, das ist ganz schwer. Also aktuell bin ich ja noch bei Hotel Mama. Ja, ich sag mal, um sagen wir mal, die eigene Persönlichkeit auch so ein bisschen weiterzuentwickeln, ist schon wichtig, dann irgendwann auch eigene 4 Wände zu haben. Aber du fühlst dich schon auch noch richtig wohl zu Hause? Ja, absolut. Ist absolut. Dein Bruder auch noch zu Hause? Ja, ja. Ah. Wir haben oben eine Etage für uns. Ja. Also Halleluja, da wird immer noch über Fußball gesprochen, ja, oder? Das ist teilweise ein bisschen gefährlich. Also nicht nur über Fußball, da wird es auch manchmal ein bisschen,
bisschen mit Gewalt wird dann auch, weil er dann, er ist Schalke-Fan, muss man sagen, und dann ich bin Dortmund-Fan. Ja, das ist manchmal schon schwierig bei uns. Und, aber ihr habt schon echt so ein gutes Bruderverhältnis. Ja, absolut. Ja. Absolut. Ja. Bruder versus Schwester. Genau. Knüpft gleich daran an. Wie alt ist deine Schwester? 30. Aha. Schon ein bisschen älter. Und lebt auch noch in Ostwestfalen? Oder auch anderswo? In Spenge, ja. Auch in Spenge? Da seht ihr euch regelmäßig. Nicht so oft, nein, wie man vielleicht denken mag, aber ja, schon ein paar Mal die Woche, also jetzt nicht jeden Tag, muss ja auch nicht sein. Sie hat ja auch noch ein Leben. Deine Schwester ist auch schon, hat auch schon ein Kind. Genau, ja. Und du bist Partneronkel. Genau. Wie ist das? Also ich wusste am Anfang nicht unbedingt, was ich mit dem Begriff Partneronkel, was ich damit anfangen soll. Aber jetzt so langsam, also es ist einfach schön, so einen kleinen Jungen beim Aufwachsen zuzusehen und ihm vielleicht auch entscheidende Tipps zu geben. Er spielt auch Fußball. Ach, und komisch, ganz komisch, ganz komisch. Ja, ihm einfach Tipps zu geben, und es ist einfach schön, wie dann einfach so ein kleines Kind, wie du vielleicht einfach keinen Alltagsstress hast, sondern wie es einfach ist, wenn du morgens aufstehst. Klar, muss auch in der Schule, klar, muss jeder, aber es ist einfach schön, so ein kleines Wesen beim Aufwachsen zuzusehen. Und deine Schwester, hat die irgendwas übrig für Fußball oder sind das für sie, ist das ein Buch und sieben Siegel? Ja, ich befürchte, wie fast alle Frauen, nicht unbedingt viel für Fußball. Aber muss ja auch nicht, ist ja alles okay. Ist sie auch sportlich, also macht sie auch irgendwie was in dem Verein? Nee? Nee. Also deine Eltern dann entsprechend auch gar nicht unbedingt? Oder? Oh doch. Ja? Beide haben Fußball gespielt. Deine Mutter auch? Ja. Wo denn? Im Verein? Genau weiß das gar nicht. Also mein Papa hat auch bei Arminia gespielt. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube in der U19, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, weil der sich das wahrscheinlich auch angucken wird. Wir schneiden das. Aber der das auch der hat auch bei Arminia gespielt. Ja. Also von daher Bruder oder Schwester würde ich beides auf eine Ebene setzen. Ja. Und wer ist der größere Kritiker? Dein Bruder oder dein Vater? Vater, ganz klar. Also teilweise früher bei Spielen, das war echt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, echt schlimm, weil wenn man dann vielleicht nicht so hundertprozentig bei der Sache war, dann kam direkt ein Kommentar von außen, aber da war meine Mama auch nicht anders. Und ich glaube, das hat mein Bruder aber genauso genervt. Also, hat das jemand irgendwann gesagt, oder? Ja, ich glaube, das hat nicht viel gebracht. ja, gut. Aber im Endeffekt würde ich sagen, war es auch nicht schlimm, weil besser seine Kinder kritisieren, als immer sie hoch in den Himmel zu heben. Das ist ja, das bringt keinem was. Gut, also wir halten fest, bei Bruder und Schwester gibt es einen Unentschieden. Ja, 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 ganz klar. Ja. Mathe oder Latein? Also Mathe ist nicht so unbedingt meine Stärke. Latein habe ich tatsächlich gemacht. Mit dem Latinum abgeschlossen, von daher würde ich sagen Latein. Ja? Ganz klar. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Sport. Ja. Und dann habt ihr gemeinsam Abitur da gemacht? Genau, ja. Was hast du für Schnitt? 2,5. Na, Donnerwetter. Ja, wäre mehr drin gewesen noch? Wenn das hin und her nicht gewesen wäre? Das ist eine gute Frage. Das werden wir leider nie herausfinden. Ja, das stimmt, du hast recht. Ich zieh die Frage zurück. Ja, also ich hatte. Nee, schon gut, aber. Also ich hatte auf dem Gymnasium hatte ich immer einen besseren Schnitt. So immer 1,5, 1,7 auch. Ja. Aber dann, als der Wechsel klar wurde, dann war ich vielleicht danklich an erster Stelle nicht unbedingt über die Schule, sondern eher der Fußball. Ja. Das hat sich dann auch sofort geführt in Gelsenkirchen. Weil, ja, keine Ahnung, wenn du ein anstrengendes Spiel am Sonntag hattest und dann in den ersten beiden Stunden Kunst hattest, dann sagst du dir, warum soll ich jetzt in Kunstunterricht gehen? Was natürlich jetzt im Nachhinein komplett bescheuert ist, aber das war halt zu dem Zeitpunkt so. Ja, also sehr schwierige Zeit auch ein bisschen, aber ich denke, wir sind da beide gut durchgekommen. Dein Zwillingsbruder wahrscheinlich auch 2,5, ne? Nee, ein bisschen schlechter. Bin ich auch sehr stolz. Ja, wir vergleichen uns schon immer gerne. Normal. Das ist ja, denke ich, schon normal, ja.
Nummer 7. Klavier oder Gitarre? Hast du ein Instrument gelernt? Nicht gelernt, aber ich habe früher immer zu Weihnachten habe ich immer ein Lied auswendig gelernt. Stille Nacht war das. Das habe ich dann auf dem Keyboard immer gespielt. Das war 2-3 Mal, glaube ich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es gelernt habe. Aber du hast das ja dann sozusagen die... das Lied habe ich mir gerade selber beigebracht. Ja? Ja. Also ihr seid jetzt nicht die super musikalische Familie. Die sportliche Familie. Sportlich. Ja. Also auch da würden wir unentschieden. Ja. Windmühle oder Hückermoor? Wo geht man hin? In Hückeraschen, wenn man... Also an der Windmühle ist eigentlich nichts los. Okay. Da kommen nur ab und zu mal ein paar Fahrradfahrer nicht vorbei. Nicht so der Treffpunkt in dem 100-Mann-Dorf. Aber ja, in Hückermoor, da gibt es mehrere Restaurants, wo man ganz schön essen kann. Gut, also da ist man tatsächlich dann mal... Wenn man in Hückeraschen wohnt, dann muss man ab und zu auch mal in Hückermoor vorbei. Ja, absolut. Ja. Ich denke auch, dass das vielen hier so aus der Umgebung ein Wort ist, Hückermoor. Also ja. Kommen im Sommer auch viele von außerhalb. Ja. Also deutlicher Sieg für Hückermoor. Ja. Ferl oder Essen? Ja. Wem drückt man jetzt die Daumen im Endspurt? Jetzt, wo Rödinghausen nicht mehr dabei ist, wirklich. Auch ganz klar ist unentschieden. Also ich drücke jetzt keinem irgendwie groß die Daumen, weil ich halt auch keine Verbindung zu beiden Vereinen habe. 10 Berge oder Meer? Klar kann ich das nicht beantworten. Ich war erst einmal in den Bergen, im Trainingslager. Das war mein erstes Mal in den Bergen. Ja? Ja, das war mein erstes Mal. Fand ich schon ganz schön, muss ich sagen. Sonst bin ich eher so der Meertyp. Also so öfter in Dänemark am Strand. Wo war der letzte Sommerurlaub für dich? In Dänemark. Ja. Nummer 11. Schwarzer Peter oder Mensch ärgere dich nicht? Komm, Mensch ärgere dich nicht, spielen wir tatsächlich viel. Allein wegen meinem Neffen, weil er halt komplett verrückt nach dem Spiel ist. Ja? Obwohl er immer verliert. Der wird sich das wahrscheinlich angucken in ein paar Jahren. Also das geht nicht. Egal wie jung der ist, kann man nicht gewinnen lassen. Geht nicht. Kommt nicht in Frage, ne? Nee, das geht nicht. Der muss ja was lernen. Ja. Verlieren lernen. Das ist halt wie überall, entweder du oder ich. Okay. Ja, von daher ganz klar, Mensch, ärgere dich nicht. Okay. Ich habe noch eine Anekdote gehört, die muss ich jetzt noch loswerden. Da musst du mir sagen, ob das stimmt oder nicht. Sehr gespannt, ey. Also du warst ja im Sommer nicht der einzige Neue bei Arminia Bielefeld. Ja. Und in der Regel ist es ja so, dass es dann nochmal so einen Einstandsabend gibt für die Neuen, von den Neuen, mit den Neuen. Und ich weiß schon, worauf es losgeht. Also sag mal Stichwort Lederhose. Vielleicht erzählst du es dann einfach mal selber. Ja gut, mir bzw. den anderen Neuen dann irgendwie nicht, wurde verklickert, dass es war ein Mannschaftsabend angedacht und zu jedem Mannschaftsabend gibt es ein Motto und das Motto war halt, ich glaube Lederhosen oder allgemein Oktoberfest. Ja, und dann hatte ich mein Outfit, hatte auch... Ich habe an alles gedacht, halt hohe Socken und richtige Schuhe dazu und auch richtig dann motiviert ein Taxi genommen, um da hinzufahren. Steige ich da aus, dann sehe ich da zwei Spieler und es war Brian und Patty war das, glaube ich. Und dann sehe ich, wo sind denn deren Lederhosen? So, und die liefen dann ganz normal rum. Ne? Ich dachte so, oh, scheiße, ne? Da war ich schon klar, ne? Schön wieder verarscht. So, dann steige ich da aus. Hab natürlich gesagt, ja, ihr habt mich wieder schön verarscht. Ich bin wieder schön drauf reingefallen. Da haben natürlich beide gelacht, klar. Und dann war mein Gedanke, aber es hatte, weißt du was, das ist gar nicht so schlimm, weil du bist ja nicht der einzige Neue. Na, dann hatten wir Mannschaftsabend im Brauhaus. Dann kam der erste Neue rein. Komplett normal. Ich so, wo ist deine Lederhose? Und dann erst, ja, das war doch nur ein Spaß.
schon Laune schon dementsprechend. Ich sehe, okay, da kommen noch welche, die sind auch neu. Aber wie es jetzt kam, hatte keiner irgendwie annähernd eine Lederhose an. Und dann denke ich mir so, oh ey, das kann doch nicht wahr sein, ne? Dass du jetzt der einzige Doofe bist, der darauf reinfällt, ne? Okay, also da warst du jetzt. Das wirst du wahrscheinlich nie rausschneiden, ne? Na, schwierig. Also ich glaube, da, das wird technisch nicht funktionieren, das rauszuschneiden. Ja, klar, ne? Die Story ist zu gut. Diese Story ist zu gut, ja, die ist zu schön. Ja, ich find's cool. Würde ich gerne mal wissen, wer dir die Story gesteckt hat. Vergessen. Vergessen. Vergessen.